Mein Name ist Gabriele Kaczmarek. Ich bin SPD-Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Rastatt-Baden-Baden. Und heute treffe ich mich hier in Rastatt mit Ute Kretschmer-Richet. Wenn man auf der Straße sagt, kennt ihr Ute? Oder ich treffe mich mit Ute Kretschmer-Richet, sagt jeder, kenn ich. Das ist doch die Frau, die total engagiert ist. Und ich freue mich, dass ich heute mit dieser tollen Frau einen Termin habe und wir gemeinsam miteinander reden können. Hey Gabi, schön, dass du kommst. Hallo Ute, ich freue mich, dass ich zu dir kommen darf. Schau mal, wir haben die Flagge gehisst. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Ja, und ich finde es auch gut, dass sie hier in Rastatt weht. Sie sollte überall wehen. Ganz genau, so sehen wir das auch. Und nicht nur wehen, sondern eigentlich ja, im Kopf und im Gedanken übergehen. Ich bin Ute Kretschmer-Richet, ich bin Journalistin und ich leite die Agentur EXACT. Das ist eine Agentur für Kommunikation und Marketing in Rastatt. Und ich kümmere mich um Geflüchtete. Ich habe viele Themen, unter anderem geht es mir um soziale Gerechtigkeit und dass unser Klima besser wird. Und das meine ich durchaus doppeldeutig. Ute, ich bin heute hier, um mit dir zu reden über dein Engagement. In den letzten Wochen, sage ich mal, war besonders eine Geschichte im Fokus. Und darüber möchte ich mit dir auch reden, weil ich finde es wirklich übelst, was da passiert ist. Das Gerichtsverfahren und, sage ich mal, eigentlich ein gutes Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Und vielleicht kannst du ja denjenigen, die uns zuhören und zuschauen, mal in kurzen Sätzen sagen, was eigentlich passiert ist. Mhm. Weil wir wissen es, aber ich finde, die Menschen sollten es auch wissen und auch hier in Rastatt und vielleicht darüber hinaus. Ich bin ja Journalistin, das heißt, mir ist es sehr wichtig, dass wir über Fakten reden, dass wir nicht irgendwelches Geschwurbel in die Welt setzen. Und während der Corona-Zeit haben sich ja viele Menschen aufgerafft und haben alles Mögliche verbreitet, unter anderem auch Querdenker. Und es sollte eine Demonstration in Rastatt geben, die war angemeldet worden, gegen Maskentragen, im Grunde auch gegen Impfen und alles, was mit Corona-Regeln zu tun hat. Und das in einer Zeit, in der wir eine hohe Inzidenzzahl hatten in Rastatt. Und dagegen habe ich dann andere aufgerufen, unter anderem den Jonas von der SPD, aber auch Grüne, auch von der CDU und weitere Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben dann eine Initiative gegründet, die heißt Rastatter Zukunft. Und wir haben dann eine digitale Gegendemo gemacht. Die eigentlich geplante Demonstration wurde verboten. Einen Tag später wurde ich auf so einer Verschwurbler-Demonstration namentlich von einem Menschen genannt, also mit Namen, als notorische Linksextremistin bezeichnet, die Flüchtlinge nach Deutschland schleust. Und das fand ich entsetzlich. Also ich bin bestimmt sehr vieles, aber ich bin garantiert nicht extrem und nicht linksextrem und notorisch nicht. Und ich schleppe auch keine Geflüchteten nach Deutschland. Dagegen habe ich mich gewehrt. Das landete vor Gericht in einem Verfahren. Dreistündiges Verfahren, weil die Richterin sehr viele Präzedenzfälle aufgerufen hat. Es geht nämlich um den Punkt, was darf man in Deutschland sagen? Ja. Was gehört noch unter das Dach von der Meinungsfreiheit? Was muss man sich gefallen lassen und an welcher Stelle darf man sich wehren? Im Grunde muss man sich enorm viel gefallen lassen. Möglicherweise hätte ich mir das auch gefallen lassen müssen. Es kam letztendlich bei raus, dass sich der Herr, der sich da so über mich aufgebläht hat, weil die Konsequenz war nämlich auch, mein Name tauchte in rechtsradikalen Foren auf, in verschiedenen Telegram-Gruppen und das ist nicht mehr witzig. Wir hatten auch einen Cyberangriff, ich bin beschimpft worden, das ist nicht mehr witzig. Und dagegen habe ich mich gewehrt, obwohl viele gesagt haben, mach das nicht, noch mehr Aufmerksamkeit, du wirst vor Gericht nicht gewinnen, dieser Mensch hat schon immer es geschafft. Das ist keine Einstellung für mich, sondern es ist mir so wichtig gewesen. Du siehst ja, ich merke schon, wie ich mich wieder in Rage rede. Er musste sich bei mir entschuldigen. Er musste sagen, dass er das nicht mehr wiederholt. Und von daher ist die Sache für mich erledigt. Wenn man sich bei mir entschuldigt und ich das Gefühl habe, ja, okay, dann geht das auch. Und das Schöne daran war, ich hatte bestimmt an die 40 Unterstützerinnen und Unterstützer, die vor Gericht mitgezogen sind. Die durften nicht alle rein. Aber sie haben mir gezeigt, wie wichtig ihnen das Thema ist. Und von daher, Ende gut, nicht alles gut, aber auf jeden Fall so, dass ich sage, damit kann ich leben. Ja. Und ganz wichtig noch, ich habe gekämpft für die vielen Ehrenamtlichen, für die vielen, insbesondere auch Frauen, die sich trauen sollen, das zu machen und die Angst haben müssen, du wirst diffamiert, du wirst beleidigt, wenn du was tust und es passiert nichts. Wir brauchen den Rechtsstaat. Wir müssen an der Stelle sagen, okay, ich gehe zur Polizei, ich gehe zu Gericht. Und wir müssen das Signal geben, Ehrenamtliche dürfen sich engagieren, ohne dass sie in eine Ecke gestellt werden.
die einfach nur noch Hetze bedeutet und Ausgrenzung, und das geht nicht. Und das war mir sehr wichtig. Da hast du recht. Also ich sag mal, wir müssen, und da sind wir uns, glaube ich, einig, aktiv und gemeinsam dagegen vorgehen, was zurzeit hier in diesem Lande passiert, also nicht zurzeit, eigentlich schon länger, dass Menschen, die sich irgendwo engagieren, die ehrenamtlich aktiv sind, beschimpft und angegangen werden. Du bist ein Beispiel dafür, wie man sich wehren kann. Mhm. Und es gibt ja, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die Aktion Stark im Amt. Schirmherr ist Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident. Und ich würde hierzu auch gern eine Veranstaltung bei uns in der Region machen, damit wir darüber reden können, was kann man dagegen tun und wie kann man sich wehren. Und da wäre es natürlich ganz toll, wenn ich dich mit ins Boot hätte und wir gemeinsam dann ein Stück weiter vorwärts gehen und dem Einhalt gebieten. Ich würde aber gerne ein zweites Thema, du hast ja gesagt, in deiner Vorstellung auch und in dem Gespräch, dass du dich aktiv oder dass du sehr aktiv bist, mit jungen Flüchtlingen etwas zu machen. Ich weiß das, ja. Das machst du ja jetzt schon viele Jahre. Und mich würde gerne noch mal interessieren, wie du dazu gekommen bist und wie so der Stand der Dinge ist. Mhm. Und auch natürlich unsere Zuhörer daran teilhaben lassen wollen. Also ich bin jetzt 57 Jahre alt. Das Thema Geflüchtete begleitet mich ein Leben lang. Seit meinem 14. Lebensjahr habe ich damit zu tun. Das fing damals an, Arbeit für Terre des Hommes. Ich stelle mir immer vor, ich wäre in der Situation. Und ich glaube, das können sehr viele Menschen in diesem Jahr besonders gut nachvollziehen, die alles verloren haben durch die furchtbare Flutkatastrophe. Das erleben viele Menschen, die auf der Flucht sind. Entweder aus politischen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, was ja im Grunde kein Fluchtgrund ist für die Anerkennung. Aber wir müssen uns vorstellen, wir leben irgendwo und es geht nicht mehr. Das, was uns wichtig ist an Leben. Ich bin Frau, ich möchte mich frei entfalten können, ich möchte Bildung haben, ich möchte, dass meine Kinder nicht hungern, ich will nicht kilometerweit laufen für sauberes Wasser und. Und mir ist es dann wichtig, dass Menschen, die hierher kommen, die es hierher geschafft haben, dass die auch etwas erleben, dass es nicht nur Demos gegen sie gibt oder Bürokratie, sondern dass es Menschen wie viele von uns gibt, die ihnen entgegenkommen und sagen, hallo, ich helfe dir. Und zwar aus dem Gefühl heraus, der Dankbarkeit. Ich bin unglaublich dankbar. Das ist ja kein Verdienst von mir, dass ich hier geboren bin. Sondern ich bin unglaublich dankbar, dass ich viele, viele Chancen habe in diesem Land. Und ich komme ja aus einer Generation, 60er Jahre. Damals brach das so auf, im Sinne von, dass ich ganz viel für Bildung Möglichkeiten hatte. Ich bin Arbeiterkind. Ich komme aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen. Und dass ich jetzt hier ein tolles Haus habe, habe ich dem zu verdanken, dass ich studieren konnte, dass ich viele Sachen machen konnte, die früher nicht möglich waren. Aus meiner Gesellschaftsschicht heraus. Und ich begleite Menschen, und das hat gar nichts mit der Nationalität zu tun. Ich begleite Deutsche, ich begleite türkische Jugendliche, ich begleite syrische, afghanische, wie auch immer. Mir ist es wichtig, jungen Menschen was an die Hand zu geben, damit sie einfach erleben, die Welt mit offenen Augen erleben und dass sie sehen, es gibt andere, die ihnen helfen, damit sie sich da weiterentwickeln können. Das ist mir eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit. Und dafür werbe ich, dass andere Menschen sich daran beteiligen, weil jeder Mensch hat es verdient. Und ich glaube, jeder Mensch hat das Potenzial, das sich aus viel entwickelt. Und ich sage immer zwei Dinge. Unsere Gesellschaft kann es nicht gebrauchen, dass wir irgendeinen auf der Strecke lassen. Wer weiß, was aus dem wird? Ein Arzt, ein Helfer, was auch immer. Eine Ärztin, eine Helferin. Aber auch unsere Wirtschaft braucht Menschen. Und wenn wir die, die hier haben, wenn wir die ordentlich fördern, wenn wir sie in der Sprache, in der Bildung, in allem fördern, ja, dann sind wir auf dem richtigen Weg und das ist mein Anliegen. Du bist an vielen Feldern oder in vielen Feldern unheimlich engagiert. Und da gibt es, glaube ich, ganz viel Positives, positive Rückmeldung. Aber manchmal gibt es ja auch so negative Geschichten, wo man denkt, oh, ich werde wahnsinnig, ne? Es geht nicht vorwärts. Und ich sag mal, da muss es ja irgendein Motto geben, der dich antreibt, auch in der Zukunft weiterzumachen. Weil sonst, glaube ich, geht es gar nicht. Gibt es bei dir so ein Motto, wo du sagst, so, das ist mein Motto und deshalb funktioniert es auch in der Zukunft weiter. Natürlich gibt es Enttäuschungen, aber ich verallgemeinere nicht. Also wenn ich von irgendjemandem enttäuscht bin, was ja normal ist, das kennen wir ja alle aus dem Familienbereich, dann ist das für mich dann aber auch okay. Dann denke ich drüber nach, warum ist das so? Und ich gebe jedem Menschen eine Chance und ich versuche auch zu verstehen, warum Menschen, wie sie reagieren, warum sie so reagieren. Und ich appelliere einfach an alle, weil
Ich erlebe viel mehr Positives. Erlebe viel Herzlichkeit, viel Dankbarkeit, viel Freundlichkeit. Und das ist der Motor für alles, was ich mache. Austausch mit anderen, Chance geben und sich gemeinsam darüber freuen. Und in diesem Sinne, denkt bitte drüber nach, wo könnt ihr andere Menschen aufnehmen, Wohnung anbieten, Arbeitsplatz anbieten oder einfach mal gemeinsam feiern und essen. Es ist so schön.